zurück. Aber nicht schlecht, 36 Stunden von Gelsenkirchen nach Köln, oder? Landstraße, Autobahn geht gar nicht. Sich da nicht alle Knochen brechen. Ja, und habt ihr gesehen, bei Mike vorne ist ja auch schon alles total zerquetscht und verbeult. Ja, ja, und guck erst mal sein Auto. Da muss der Mike aber ganz schön vorsichtig sein, wenn er sich überschlägt, dass er seine Nase schnell genug aus dem Lenkrad raus hat. Ja. Sabine, Entschuldigung. Ernst. Wir kriegen da ganz schön die Birne durchgerüttelt. Ja. Mit Mikes Alter, da kann echt schnell was passieren. Das stimmt. Ja, noch altes Hirn ist schnell geschüttelt. Wie siehst denn du aus? Hör mal, kennt ihr nicht diesen verrückten Bayern aus dieser Handy-TV-Werbung? Ja, mir steht's bis hier mit dieser Handy-Verarsche. Ich baue mir extra ein Bild-Zeitungs-Handy. Kein Netz. Ich rufe einen Huber an, keine Verbindung. Ja, wofür zahle ich dann die ganze Scheiße, wenn's am Ende doch nicht funktioniert? Ja, hoffentlich kann ich an dem Computer wenigstens meine E-Mails abrufen. Wie geht denn hier dieses beschissene Passwort? Franks Passwort? Versuch's mal mit Mama. Ich bin drin, war Mutti. Sag mal, wen haben wir ja nicht heute in der Show als Gast, Tina? Elmar Brandt. Knaller Gast, hör mal, Parodisten, das funktioniert immer. Hör mal, Mike, wie war es denn jetzt eigentlich am Samstag beim Stockerrennen? Hm? Das war total spitze. Weißt du, ich finde, das sollten wir auch mal machen mit unseren Autos und der Pause schön auf dem Parkplatz unten. Praktikantinnen haben kein Auto. Ja, dann nimmst du halt dein Fahrrad, ne? Toll, das ist ja witzig. Was, die Einzige, die mir ein bisschen leid getan hat, das war diese Prostituierte, die sich an alle Autos reingelehnt hat und die dann keiner mitgenommen hat. Mike, war das nicht Sonja Kraus? Ja, ich weiß, aber guter Gag, ne? Oh. Was ist denn das hier? Frank Streffing, Stand-up-Comedian. Oha, komm, hallo. Lass mich bitte mit diesem Kinderkram in Ruhe. Frank nervt mich seit Wochen damit, dass ich ihn doch bitte mal im Quatsch-Comedy-Club unterbringen soll. Tu mal rein. Ich mach den mal rein. Das ist ja Wahnsinn. Mal, Frank mal Streffing auf der Bühne. Ja, hallo. Mein Name ist Frank Streffing, ich bin 30 Jahre alt, ungewöhnlich gut aussehend. Kleiner Scherz. Und wollte mich mit diesem Video einfach mal für einen Auftritt beim Quatsch Comedy Club bewerben. Ah ja, ich bin vom Fach und seit 5 Jahren Autor bei Krügers Woche. Ich fange mal an jetzt. Achso ja, ich kann auch gut parodieren. Ja, den Mike Krüger, den kann ich richtig gut. Moin! Schöne Grüße hier aus Hamburg vom Mann mit dem Nippel! Weißt du? Und Schnitt. Mal, wo hat der denn das aufgezeichnet? In der Taliban-Höhle? Ja, wahrscheinlich. Mal, unser nervöser Frank, Mr. Lampenfieber himself auf einer Bühne, das geht doch gar nicht, weil der hyperventiliert doch. Wahnsinn. Außerdem soll er sich um meine Gags kümmern. Ja. Ne? Hier, Sabine ist schon da. Und wo sind die Herren der Gagschöpfung? Ja, weißt du, Emma, und da habe ich mir gedacht, du könntest mir vielleicht ein paar Tipps für meine Nummer geben, weißt du? Ja. Du mit deiner Bühnenerfahrung und so. Ich habe mich nämlich jetzt auch beim Quatsch Comedy Club beworben. Ach so. Ja. Ja. Ein paar Tipps, klar, ja. Sicher. Oh, ja. Super. Ja. Ja. Und? Also was und? Also ich meine, wenn du Superstar werden willst oder so, ne? Ich meine, was soll ich da jetzt sagen? Ich meine, tanz mir die Dummer doch mal vor. Und also dann kann ich dir sagen, ob die Kacke ist oder nicht. Ja? Super. Also. Ja, okay, ich habe jetzt noch nicht so ein richtiges Programm oder sowas. Ich experimentiere noch so mit Imitationen, weißt du? Ich habe ja damals angefangen mit dem Dicken. Und bin da ganz langsam übergegangen in den Gerhard Schröder, nicht? Und dann wäre es ja beinahe der aus München geworden, der aus dem E-Team. Ich stelle und dann ja, ist er nicht geworden. Und jetzt ist es die Frau Merkel und das ist auch kein Problem. Aber, okay. Frank, mein Baby.
dann du willst, dass Bruce deine Coach ist, du musst bedenken, die doppelte Kinn muss lebendig sein. Und jetzt gib mir Drama, Baby. Gib mir Drama. Ja. Und zwar, pass mal auf, ich habe mir so eine eigene Figur überlegt, weißt du, so ein Proll aus dem Ruhrgebiet. Und zwar so, hier so. Hör mal, meine Frau sagt immer, dass ich dicker geworden bin. Hör mal, ist mir doch scheißegal, ob ich dicker geworden bin. Guck mal hier, weißt du, was das ist? Das ist eine Jogginghose und die ist hier elastisch, weißt du? Stretch. Ja, wie findest du? Aber ja. Weißt du was, Elmar? Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich gehe vielleicht auch in die Richtung Politik. Ja? Ja. Weil Merkel kann ich zum Beispiel auch super. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich als Ihre Kanzlerin, mir geht der Streik der Lokführer ziemlich am Arsch vorbei. Streik im Nahverkehr kenne ich nur aus meiner Ehe. Ja. Aktuelle Politiker, das ist immer ganz wichtig, zum Beispiel Müntefering. Ja, der Kurt Bick, die dumme Sau. Der alte Saftnacken, der hat mir jetzt mal ordentlich wieder gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, ne? Ja, Münte, weißt du, seit ich nicht mehr da bin, nicht? Da bist du nur noch ein westfälisches Würstchen. Deshalb wird jetzt der dicke Kanzlerkandidat. Ja, also ich glaube, ich bleib bei meinem Ruhrgebietsproll so. Weißt du, das finde ich irgendwie geil so. Ey, sag mal, was glotzt du mich eigentlich so an? Sag mal, wie denkst du eigentlich, was du bist? Hä? Was denkst du eigentlich, wo du bist? Verstehst du? Hast du nicht alle Latten am Zaun oder was hier in der Arbeitszeit? Wir haben eine ganz klare Absprache. Ich stehe auf der Bühne, du schreibst die Gags. So soll es sein. Entschuldigung, Elmar, aber das musste mal sein. Bei dir alles klar? Ja, klar, Alter. Also mir geht's nicht schlecht, solange die dummen Brünetten mit den künstlichen Dingern nicht aussterben. Ne? So, klar. Moin zusammen. Morgen. Moin Emma. Emma, großer Fan. Ich sag immer, Brand ist heiß, du. Sag immer, Brand ist heiß. Emma, könntest du mir einen Gefallen tun und mal mit meiner Stimme bei meiner Frau anrufen? Die hat mich nämlich gestern Nacht rausgeschmissen, die dumme Sau. Sag mal, glaubt ihr beiden eigentlich, ich bin als Kind so oft vom Deich gefallen oder was? Mein Chefautor, der hat hier anscheinend irgendwo im Studio übernachtet, weil er Zoff mit seiner Alten hat. Ja. Mein anderer Autor probt hier mit meinem Gast seinen Quatsch, Comedy-Quatsch. Hallo? Mike, das war... Ja, ich weiß Bescheid. Leute, Gags. Ja. Hallo, für mich, Gags. Jetzt geht's Mike, los. Mike, ich habe schon jede Menge vorbereitet. Ja, klar. Echt, kein Scheiß. Ja, Ärger mit den Mitarbeitern, kenne ich nicht. Ich wünsche dir also für deine Auftritte viel Glück und deinem Publikum vor allem alles Gute. Sag mal, wie siehst du denn aus? Hast du der H&M-Filiale überfallen oder was? Oder ist das der neue Frank-Style? Ich hab mir gedacht, das ist so mein Bühnenoutfit. Cool, wa? Ja, sicher. Sieht ein bisschen aus wie ein verkleideter Opa, aber ansonsten... Hey! So Leute, pass mal auf, ich gebe jetzt mal eine Bestellung auf. Oh. Muss sofort erledigt werden, bitte mitschreiben. Ich hätte gerne als erstes eine große Portion Strombeteurer. Dann bitte einmal Müntefering gegen Beck, aber ohne Merkel obendrauf. Und als Nachtisch hätte ich gerne eine Portion Jörg Kachelmann. Der hat nämlich in einem Seniorenheim eine Wetterstation eröffnet. So, bitte bei Krüger klingeln, ich muss mal ein bisschen trainieren. Mike, wie wär's denn noch mit dem? Eine kleine Meldung, und zwar Busfahrer gefeuert, weil er eine Klorolle mitnahm, schreibt die Bild. Seine Kündigung war vierlagig, extra reißfest und wurde von einem Bären mit tiefer Stimme überreicht mit den Worten gefeuert. Geht besser. Hier zu den Strompreisen habe ich schon einen. Und zwar, Strom ist so teuer, viele ostdeutsche Fußballvereine engagieren nur noch weiße Spieler, damit ohne Flutlicht gespielt werden kann. Strom wird so teuer, viele Männer bringen ihre Frauen jetzt nicht mehr mit dem Föhn um, sondern wieder mit der Axt. Hey, Peter. Hallo.
Ich wollte dich gerade ausrufen lassen. Ja, brauchst mich nicht ausrufen lassen. Überhaupt macht mich nur fertig, ey. Dass ich emotional in einer tiefen Krise stecke, ja? Und dass ich grundlos zu Hause rausgeschmissen wurde von meiner zukünftigen Ex-Frau, ja? Das scheint euch ja als Kollegen, Mitarbeiter und Freunde nicht wirklich zu interessieren. Oh. Ja. Ja, komm, Peter, jetzt erzähl uns mal, warum hat dich deine Frau wirklich rausgeschmissen, hm? Kirstin, ich schwöre dir, grundlos. Peter, komm, sag. Ja, ich habe eine Kaffeetasse kaputt gemacht. Hä? Deine Frau schmeißt dich raus wegen einer Kaffeetasse. Ist das ein Wahnsinn? Ja? Die stand da auf dem Küchentisch, die Kaffeetasse, weißt du? Und dann ist die runtergefallen. Als ich da mit der Nachbarin... Also, oh, wow. Da hat meine Frau überreagiert. Ja. Aber Leute, scheiß drauf. Ja. Ich bin heiß, ich bin geil, ich will... Ja, du bist der Gag-Gott. Also los, ja. Rein, arbeiten. Genau, richtig, Tina. Hier, schönes Jubiläum. 40 Jahre Aktenzeichen XY im ZDF. Ist doch für Carsten Speck mal eine schöne Möglichkeit, ohne Robbe im Fernsehen zu sein, oder? Ja, geht doch. Ja. Sehr gut. Hier, der große Vorteil von Aktenzeichen XY gegenüber Deutschland sucht den Superstar. Bei Aktenzeichen kommen die Leute, für die man anruft, am Ende in den Knast. Ja. Lieber nicht. Was denn? Ach, den will wahrscheinlich der feine Herr Streffing wieder für sein Bühnenprogramm aufschreiben. Oho. Also komm, gib gleich her den Zettel. Hier, komm zu mir. So, vergiss das. Und was haben wir noch zum Thema Strom? Ja, willst du etwas zu machen? Ich meine, du weißt, wir haben auch einige Zuschauer in Ostdeutschland, Mike, und die wissen da möglicherweise gar nicht, was das ist, dieses Strom. Klar. Nee, ist klar. Ja, sehr witzig. Sehr erwachsen. Super. Leute, wer hat meine Socken ins Kühlfach gelegt? Bitte melden, dann tue ich demjenigen auch höchstwahrscheinlich nicht weh. Gegenfrage, Peter. Warum waren die Socken vorher in der Spülmaschine direkt in meiner Kaffeetasse? Weil ich die zusammen mit dem Geschirr gespült habe. Einstein. Machst du das zu Hause auch? Das ist ja widerlich. Nee, da habe ich ja keine Kaffeetassen. Entschuldigung. Was glotzt denn hier so? Habe ich irgendwie einen nässenden Ausschlag im Gesicht oder was? Oh, der Kaffee ist heute super lecker. Sag mal, Christian, haben wir eine neue Sorte? Der schmeckt irgendwie würziger als sonst. Tina, kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Ja, Frank. Nein, ich werde nicht bei Thomas Hermanns anrufen. Nicht. Frank, wir haben hier eine Show zu machen. Ich bin nicht deine private Managerin. Ja, nein, geht um was ganz anderes. Ah, geht um was anderes. Mhm. Nachwuchskomödien. Mhm, klar. Herr Streffing, ja, was geht's da? Und zwar, kennst du vielleicht einen guten Fotografen, der auf Autogrammfotos spezialisiert ist? Weil wenn das jetzt nach dem Quatsch-Comedy-Club mit mir so richtig losgeht, weißt du, dann komme ich da wahrscheinlich nicht mehr zu. Und ich will ja dann meine Fans auch nicht enttäuschen. So richtig losgeht? Ja. Aha. Ja. Weißt du, guck dir doch mal Mario Barth an. Mhm. Der macht jetzt das Olympiastadion voll mit 75.000 Leuten. Und da will ich hin. Du willst zu Mario Barth? Ja, dann kauf dir ein Ticket. Männer, aufgepasst. Euer unaussprechliches Fachblatt Men's Health hat eine viel zitierte Sexumfrage gemacht. Ergebnis: deutsche Frauen wollen besseren Sex. Hey, deutsche Frauen wollen besseren Sex. Der Frank wäre schon zufrieden, wenn sie überhaupt mal Sex wollten, oder? Viel besser finde ich, dass 94% aller Frauen auf Dirty Talk stehen. Was ist denn dieses Dirty Talk überhaupt? Ja, weil das ist, wenn du was zum Partner sagst, so im Bett, was den erregt. Ne? Also für dich wäre das sowas wie 50% Rabatt auf jede Brille oder so. Hm? Wonach riechst du eigentlich? Ja. Mir liegt schon die ganze Zeit irgendwas in der Nase. Mhm. Ach so, das ist Old Spice. Schenkt mir meine Oma immer. Oh. Wieso, was denn? Old Spice, das ist doch... Das ist doch das Zeug, in das diese CSI-Typen ihre Leichenteile schmeißen, oder? Old Spice, muss aufpassen. Sonst bricht die Polizei die Tür auf, weil die Nachbarn denken, du liegst verwesend in der Wohnung. So, Leute, meine Nase hat genug gehört. Ja. Was haben wir noch?
Achso, ja, ich als sein Leibeigener, ich habe mal in der Jubiläumsablage nachgeguckt und unter D wie Dora habe ich das Dschungelbuch gefunden. Am letzten Donnerstag vor 40 Jahren erschien Disneys beliebter Kinderfilm. Ja, nur ist leider der Dschungel in der Zwischenzeit abgeholzt und Baloo frisst dreimal täglich bei McDonald's. Ja. Und ist mittlerweile auch SPD-Vorsitzender. Ja. Ich fand ja Kali Schlange am geilsten. Ist er noch? Hör auf mich, glaube mir, Augen zu. Peter? Vertraue. Ja? Das funktioniert vielleicht bei deiner Nachbarin. Hm. Bei dir nicht? Nee. Schade. Mike, guck mal, vielleicht können wir hier was mit anfangen. Und zwar auf der Lebensmittelmesse Anuga wurden jetzt brandneue Produkte vorgestellt. Und zwar Pizza in Tütenform, gepresstes Krebsfleisch mit Schokolade überzogen und ein rosa Wellness-Drink namens Smartfish aus Milch und Lachsöl. Hört sich für mich an wie der Mageninhalt von Rainer Kallmund. So, Peter, ja. Können wir anfangen? Hör mal, gerne, sehr gerne. Mal. Und was ist das hier? Ja, was denn? Wir sind hier doch nicht im Gazastreifen. Ja. Ich habe heute Nacht im Studio geschlafen, weil hier die Putzfrau nicht reinkommt. Ja, und hier das? Ja, ich habe vor dem Schlafengehen noch einen kleinen Schluck genommen. Und das? Da habe ich noch ein bisschen gelesen, weil ich wollte dann noch... Nee, was du dann noch wolltest, interessiert mich nicht. Was? Jetzt reicht's. Geh mal her. So. Wo ist die Nummer von deiner Frau? Guck mal unter Devi, dumme Sau. So. Rufst du echt an? Ja. Mike. Hallo? Hallo Sabine, ja. Hier ist Peters Chef. Sabine, pass mal auf, es ist so. Also Peter sieht das alles ein. Peter nimmt alles zurück. Er möchte sich entschuldigen bei dir. Er zieht heute Abend wieder ein. Ja, und er bringt Champagner, Rosen und Pralinen mit. Genau so wird's passieren. Natürlich. Tschüss. Dumme Sau. Super, danke, Mike. Spitze, jetzt denkt sie, sie hat gewonnen und ich kann mir was Neues ausdenken. Ja. Klasse. Zum Beispiel Gags. Also, ja, hier. Gut, wollen wir mal schauen. Also, Birgit Schrowange hatte eine Affäre mit einem Schwerverbrecher. Ich finde nicht gut, dass die Medien das jetzt so an die Öffentlichkeit zerren. Dem Schwerverbrecher ist die ganze Sache bestimmt total peinlich. Die Harry-Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling hat enthüllt, der Internatsleiter Albus Dumbledore ist schwul. Einen schwulen Zauberer erkennt man daran, dass er hochkant auf dem Besen reitet. Ja. Bei der Telekom sollen 35.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Mitarbeiter bekamen eine E-Mail, in der stand: Herzlich willkommen bei Kündigung online. Ja, ja, schön. Ja. Bitte. Ja, wir haben noch ein paar Gags geschrieben zu dem Thema: In deutschen Krankenhäusern herrschen alarmierende hygienische Zustände. Die meisten Todesursachen sind Viren, Bakterien und vom Zimmernachbarn totgequatscht werden. Also nach Klinik unter Palmen jetzt Klinik unter Pilzen. Genau. Schlechte hygienische Zustände in Krankenhäusern ist schon schlimm, der ganze Dreck und so. Aber ganz ohne Zivis geht's dann eben auch nicht, ne? Naja, gut. Leute, ich habe eine kleine Überraschung. Was denn? Und zwar für unseren Nachwuchskomiker hier heute. Der Frank ist ja so wild drauf, mal aufzutreten. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, Frank, du gehst jetzt mal runter ins Studio und begrüßt die Leute. Ja. Was? Ich? Jetzt? Ja, du, jetzt, weißt du? Oder ist der Starkomiker nervös? Hm? Martina hat mir erzählt, du willst das Olympiastadion voll machen. Womit denn? Mit Angstschweiß? Oder? Nee, Mike, also ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll, wenn die mich alle angucken und so. Weißt, ich, oh, mir ist auch so ein bisschen... nee, also ich gehe da nicht runter. Ich dachte, das wäre alles so leicht, ja, oder? Hey, Frankie. Frank. Oh. Komm runter, Mann. Man kann auch den Thomas Hermanns fragen, ob du im Quatsch-Comedy-Club auftreten kannst ohne Publikum, weißt du? Ja, von den Lachern her gibt's auch keinen Unterschied. Hey, Mike. Show.
Show fängt an. Ja. Ich soll dich abholen. Oh. Okay? Oh, oh. Ich soll dich abholen, du. Es ist wieder soweit. In Deutschland werden wieder Menschen abgeholt. Und hier kommt der Mann, der sie im Falle eines Bahnstreiks gerne mit seinem Schrottauto zur Arbeit fährt. Hier kommt der Stocker-Champion der Herzen. Hier ist Mike Krüger. Dankeschön, herzlich willkommen zu Krügers Woche. Wie Sie sehen, habe ich das Automassaker von Stefan Raab überlebt. Das war ja ein Wahnsinn. Da war ja nur noch Schrott bei diesem Stocker Race. Das einzige Fahrgestell, was am Ende noch heil war, war das von Sonja Kraus. In diesem Zusammenhang beglückwünsche ich meinen Rennfahrerkollegen Kimi Räikkönen zu seinem Weltmeistertitel. Hamilton hätte es fast geschafft, bis ihm Elton dann mit seiner Karre voll in die Seite gefahren ist. Schade, schade. Bonner Forscher haben herausgefunden, Geld macht süchtig. Na klar, aber nur, wenn man sich beim Koksen die Scheine mit durch die Nase zieht. US-Präsident George W. Bush warnt vor einem dritten Weltkrieg. Wörtlich soll er gesagt haben, Vorsicht, ich muss nur auf diesen Knopf drücken. Und auf die Tasten drückt weiterhin Helmut Zerlitz.